Vertrauen, das höchste Gut in einer Markenbeziehung oder in jeder Beziehung übrigens. Und Sie haben es ja vorhin auch gesagt, Verbundenheit, sind wir wieder beim Thema. Schon mal gehört? Made in Germany? Wer hat es schon mal gehört? Wer weiß, wo es herkommt? Ah, war es schon? Von den Briten kam das, nach dem Ersten Weltkrieg, um Made in Germany runterzuwerten, die Marke. Ja. Genau, quasi als Warnung, dass man das nicht kaufen sollte, wie wenn wir irgendwo Made in China draufstehen, dass es vielleicht darauf hinweisen kann, dass die Qualität gar nicht so hoch ist. Alle richtig. Also nach dem Ersten Weltkrieg haben das die Alliierten quasi in die Welt gebracht, um deutsche Güter und Dienstleistungen, gab es noch nicht so viel, zu brandmarken, zu denunzieren. Als Bestrafung für die vergangene Zeit. Aber aufgrund der Qualität, Gründlichkeit und den tollen Produkten ging der Schuss nach hinten los. Denn es wurde und es ist jetzt wieder, es war mal abgelöst, wieder weltweit quasi das höchste, die höchste Markenbezeichnung, bedeutendste Markenbezeichnung in diesem ganzen Sektor. Made in Germany. War eigentlich gedacht, um die deutschen Güter zu brandmarken, aber die Qualität hat sich durchgesetzt und so wurde es zu einem Qualitätsbegriff. Loyalität, Qualität. Made in Germany.